So, Freddy, Umstyling, endlich. Folge 6, Germany's Next Topmodel. Wir haben uns gedacht, wir machen auch mal ein Umstyling, machen ne? Wir gleich warum mit. Nicht? Ich muss direkt mal sagen, steht hier super die Haare, Dankeschön. Ne? Dankeschön. Ist wollt, so das gewisse Etwas, ja. was du da ausdrückst? Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ja. Ein Hingucker auf der ja. Straße. Wie findest du meinen Look? Finde ich auch so ein bisschen passt, wild. Passt auch ganz einfach. Gut zu meinem Team, ne? Team Eben, Black, ja. Team Black, also ja. ein bisschen wuschig, auch mal ja, so warum nicht, ne? Also auch mal was wagen, ja, ne? So ein bisschen. Aber warte mal, wir standen ja gar nicht mit auf der Liste, ne? Hm. Schade. Jetzt hast du ja extra ja. so Mühe gegeben mit deinen hier schlumpfine ja, blonden Haaren. War zum Glück nur zum Ausprobieren. Ja gut, dann müssen wir den mal wegmachen. Ey, vielleicht kriegen wir die Woche genau. auch noch ein Zeitding. Ja. Also müssen wir auch mal wie Armin ja, hier stimmt. so ein bisschen durch die Haare ja. noch wuscheln, damit das ordentlich aussieht. Und damit herzlich willkommen zum Mob-Tunnel-Talk hier. Mensch, Umstyling, immer die geilste Folge. Da freut man sich immer Boah. So drauf. Jedes Jahr, jedes Mal die Freude wieder. Umstyling, wup, wup. Aber, aber kriegen alle ein Umstyling? Ja. Nö. Ja, wir fangen an. Mö. Also auch wir nicht, leider. Ja, wir hätten echt eins, wir hätten vielleicht auch eins nötig gehabt, wer weiß. Ja. Weil ich muss sagen, ich fand unseren Looks jetzt gerade schon besser als die. Ja, Heidi oder Wendy gerne. Meldet euch mal, ne? Ja. Also wir können es auch live im Podcast machen. Ja, blondieren, ne? Ist ja. ja. Grün finde ich auch immer gut. Ohne Schmerzen. Rot-weiß, ne? Oder irgendwie so Herzen auf dem Buzzcut dann. Machst du sicher gern. Bisschen Tiger irgendwie. Ja. Ja. So, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ja. Es ging direkt los, war so ein bisschen so BTS irgendwie, ja. ne? Die Behind-the-Scenes-Scenes, wie ja. wir sie gerne nennen. Hast du dich daran erfreut, ja? Ja. Du bist ja so ein bisschen der König der Behind-the-Scenes-Scenes. Ich mag diese seichten Einstiege immer, dieses, okay, wie ist gerade die Stimmung? Ja, wie ist die Stimmung dort? Ja. Und dann kam natürlich auch ziemlich schnell die Nachricht, also ne, erst so Haare, wie ist es aktuell? Also man wird schon so leicht eingestimmt in dieses Thema. Oh, Veränderung. Ja. Die Routine der Boys in deren Badezimmer war unterhaltsam. Wobei ich sagen muss, ich fand es auch ganz lustig, weil die irgendwie dann ja auch so gezeigt haben, so, es war eigentlich ganz sympathisch, wie die das so machen so morgens, weil die sind ja dann so zu fünft oder sechs in so einer nicht unbedingt in so einer Hacienda oder wie so ein Hacienda, genau. Ja. Wo die dann, ne, einer geht aufs Klo irgendwie, während der andere duscht und die anderen Zähne putzen. Es ist so alles so in sich zusammengelebt. Ich finde das ganz witzig eigentlich. Ich denke zwar, dass es nicht unbedingt der Realität entspricht. Safe. Also einer Zähne putzen, der andere macht gerade, ne? Und dann der andere duscht. Keine Zeit fürs Anziehen. Ich denke, so wird es sein. Oder man macht wie Armin 15 bis 20 Minuten seine Haare und 5 Minuten alles andere. Perfekt. Muss er jetzt auch nicht mehr machen, Spoiler. Schade. Braucht er jetzt nicht mehr. Genau. Und da kommt nämlich die Meldung, oh, Leute, Umstyling. Alte Clips werden gezeigt, so Trauer, Weinen, ja, irgendwie Drama. Kilometerlange Haare ab irgendwie zu ganz kurz. Schnippe die Schnapp. Ja, wie Heidi so gern sagt. Schnipp, schnapp, Haare ab. Haare ab, genau. Eben fand ich aber gesamtmäßig sehr angenehmen Einstieg, aber es ging dann auch ziemlich schnell dahin, ne? Finde ich. Aber es war angenehm eben. Ja, ich vielleicht müssen wir erstmal noch kurz sagen, dann kam ja die Meldung eben, dass das Umstyling ist und es haben sich irgendwie, und das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, es war so ein bisschen Gegenteiltag. Stimmt. Weil es haben sich irgendwie alle gefreut, dass das Umstyling ist. Ja. Vor allem Lukas, der hat wie Umstyling! Und das irgendwie so gerufen hat, ey, kommt alle ran! Ja. Und dann liest er so vor und folgende Models kriegen ein Umstyling. Und da war schon so die Euphorie-Kurve war so, da war so oben am Mount Everest und dann hat so gemacht und dann ist es irgendwie in den Mecklenburgischen Seenplatz abgetaucht. Bevor wir darauf zurückkommen, was wir uns wieder gefragt haben, die Liste wird veröffentlicht für Zuschauende, wer kriegt ein Umstyling? Das heißt, quasi wussten wir schon vor Lukas, dass er kein Umstyling bekommt. Warum? Warum? Also mir hat diese Information nichts gebracht. Ich dachte mir nicht, oh, jetzt freue ich mich, weil ich genau Julian und Luca im Umstyling sehe. Ich habe erwartet, dass wer irgendein Umstyling bekommen wird. Ich bin davon ausgegangen, dass, na, was heißt alles, war die letzten Jahre eigentlich nie so, dass alle eins bekommen haben. Ja, aber ich habe das Vertrauen darin, dass Leute ein Umstyling bekommen und bei denen das so sein wird, da ist es so geplant. Naja gut, jetzt haben wir halt den Punkt, dass nicht alle ein Umstyling haben. Und die sind dann eher traurig, dass sie gerade keins bekommen. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Das ist ultra komisch. Das war wie wirklich so Gegenteiltag. Also irgendwie, früher war man hat das, was man ja so im Kopf hat, ist ja so dieses irgendwie viel Tränen und irgendwie ich will kein Umstyling, ich liebe meine Haare so und nicht so kurz und nicht so lang. Oder quasi sogar Ausstiege, genau. Das gab es ja selbst letzte Staffel noch. Ja. Und irgendwie waren alle enttäuscht, die dieses Jahr kein Umstyling bekommen haben. Ja. Gerade weil so viele Frauen waren. Ich glaube, es waren, wer war es denn alles nicht? Es waren nur Xenia, Lilly, Khadija und Grace nicht. Also nur vier Frauen und sonst halt
alle Frauen. Und bei den Typen war es andersrum. Da waren es nur die Zwillinge und Armin, die eins bekommen haben. Genau. Aber alle anderen Boys und eben die vier Girls, die haben sich absolut geärgert, dass die keins bekommen haben. Gerade Xenia und Lukas. Also das fand ich schon krass. Die waren ein bisschen bedrückt dadurch, haben wieder beim Selbstbewusstsein ging es halt wieder los. Ja. Oh, heißt das, ich bin nicht krass genug. Ich komme sowieso nicht weit genug, so mäßig, ne? Spoiler. Ja. Nein, jetzt auch. Also, aber das könnte man eben, ja denken. Genau, eben, so, wirklich. Weil da müssen die keinen Aufwand betreiben, so jetzt von der Idee. Ja, genau. Ne? Oder wenn sie halt was machen, da sehen sie dann Potenzial. Genau. So. Das hat Armin und die Zwillinge haben das nicht so gesehen im ersten Moment. Die waren so die einzigen, die eins bekommen haben, die nicht so euphorisiert waren. Genau, eben. Das war krass, weil bei Armin ist halt komplett vertauscht alles. Bei Armin war dann eben so, ja, okay, was wird passieren? Und er war so, naja, so kurze Haare oder alles ab wäre jetzt nicht so mein Favorite Style. Er hat doch was ganz Gutes angesprochen. Das ist wie so ein Kontrollverlust eigentlich, weil du willst ja natürlich auch dabei bleiben, weil sonst wird es sich ja gar nicht lohnen, dass du dich überhaupt anmeldest. Genau. Weil du weißt ja, dass es passiert. Das haben wir ja schon 50.000 Mal durchgekaut. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die halt einfach auf der Tagesordnung stehen bei Topmodel. Und das gehört halt dazu. So. Ja. Und wenn du dann halt keins willst, hast du vielleicht Glück, dass du auch keins bekommst. Ja. In dem Fall, die Pech Zwillinge waren gar nicht amused. Ja, also das sieht man. Da hat Dominik auch ordentlich nachgetreten. Ja, ey, die haben sich da gegenseitig geneckt ohne Ende. Das war also lustig zu sehen. Fand ich auch lustig, aber es war halt auch hart. Und ich meine, die sind dann eben zu dem Umstyling und die anderen haben sich einen schönen Tag gemacht. Apropos, du sagst einen schönen Tag. Bin ich der Einzige, dem aufgefallen ist, was die in den letzter Zeit irgendwie für, was die für Sachen anhaben, so manchmal? Weil du hast gerade gesagt, die sich einen schönen Tag gemacht haben, die haben dann alle am Pool gechillt. Ja, stimmt. Und die hatten alle so, die hatten so ganz verrücktes Zeugs an. Ja, also gar nicht mal die Klamotten, aber irgendwie, was Xenia da anhatte. Ja, so Pharaonen. Das hat so ein bisschen gewirkt, als wenn so die Redaktion so zwei Koffer extra mitgegeben hat mit so Faschings-Stuff noch. So, weißt du, so ein bisschen noch hier so Glitzer. Oder halt. Oder noch irgendwie. Oder Mare hat halt ihren Koffer geteilt. Ja, das könnte auch sein. Oder so wie Marie von den Bänken gesagt hat, Xenia verwandelt sich mit skurrilen Stirn-Goldschmuck in die Discounter-Version von Cleopatra. Hat mich aber auch dran erinnert. Das kommt echt gut hin. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an alle. Ja. An alle. An alle gehen raus. Oder Lukas, der hat so ein bisschen seinen inneren Jack Sparrow rausgelassen. Stimmt, der hatte noch so ein Bandana-Tour an. Ja. Also, war schön anzusehen, ja, aber besonders. Ja, was heißt schön anzusehen? Es war irgendwie so. Naja, also ich dachte so interessant und die sind da nicht in Jogginghose und T-Shirt, ja. Das stimmt, aber also ich. Ja. Aber haben sich halt extra gestylt für zu Hause chillen. Sie haben sich so gedacht, wenn schon kein Umstyling, dann wenigstens gutes Styling. Aber das ist auch so lustig, Umstyling ist auch so ein richtig eingedeutschtes Wort eigentlich, ne? Was ist das eigentlich für ein Wort? So, Style hat erstmal per se nicht. Also bei Style denkt man ja nicht an die Haare im ersten Moment, sondern an die Klamotten. Und dann kommt aber mit einer Silbe Umstyling. Ja, und dann ist das auf einmal was mit den Haaren, die verändert werden. Das ist eigentlich voll komisch. Frisurenabänderung. Schön. Ja, eben, also, lass uns über die Looks reden. Genau, also es hat sich viel verändert. Ja, also wir sehen eine Lea. Ja. Finde ich, haben wir die ersten Folgen gar nicht wirklich gesehen. Ja, wer ist Lea? So nach dem Motto, wenn man es mal ganz platt sagen möchte. Ja, ist aber wirklich so. Die kommt dann zu Wendy. Wendy schneidet gerne Haare ab. Haben wir diese Folge auch mehrmals gehört. Ich muss sagen, ich würde mir von Wendy auch die Haare schneiden lassen. Ja, sicher. Also, Wendy ist so richtig ikonisch schon bei dem Umstyling bei Topmodel. Ja, ist halt eh und je dabei und die kann das einfach und irgendwie. Oh, und dann würde ich auch meine Haare anfangen. Ja, dann kam Flashback zu Lieselotte. Ah, das ist die Stylistin von der Heidi Klum. Ja. Die Lieselotte. Für alle, die sie noch kennen. Ja, und ne, Lea setzt sich dann dahin, erwartet irgendwie alles oder auch nichts. Und dafür gibt es schon mal den Daumen hoch der Woche. Ja. Freddys Daumen hoch der Woche. Freddys Daumen hoch der Woche. Leute, das sind meine Haare und nicht eure, weil die anderen haben sich in dem Moment richtig aufgeregt. Oh, Haare ab, oh, weil Lea hat eben kürzere Haare bekommen. Ja, die hat jetzt basically kürzere Haare als ihr Freund. Quasi knapp. Mehr oder weniger. Also sehr ähnlich, ne? Aber das meinte sie auch, okay, so kürzer als mein Freund sein. Aber ich finde die eigentlich ganz cool, die Haare. Auf jeden Fall. Vor allem, weil es ihr halt wirklich so ein, ich weiß nicht, ihr gibt so einen Boost, ne? Sowohl generell vom Look, als auch, ich hatte auch das Gefühl dann im Nachhinein, es hat ihr so ein Selbstbewusstsein, so ein Boost gegeben. Ja, so eben, sie hat jetzt eben blondere, kürzere Haare. Eigentlich müssen wir jetzt auch das Bild hier austauschen. Auf die hätten mal neue Fotos machen müssen. Hättet ihr uns mal schicken können. Schickt die uns mal bitte zu, wir wollen die anhängen.
Genau, und eben, ich finde, es fällt dadurch mehr auf. Sie fällt dadurch mehr auf, ja, und ist nicht mehr so im Hintergrund. Man weiß, okay, das war Lea, sie hat das krasse Umstyling. Ich sag mal bekommen. So, eigentlich fallen alle mehr auf, die ein Umstyling hatten. Ja. Es ist nur die Frage, ob sie im Positiven oder im Negativen auffallen. Eben. Weil zum Beispiel Armin hat ja auch, es fällt ja auch auf, der hat jetzt halt seine kurzen Haare da. Es ist so ein bisschen mehr als Buzzcut, es ist nicht komplett Buzzcut. Mhm. Das war ja das, was ich vor 2 Folgen, glaube ich, auch schon angesprochen habe, mit diesem Musikvideo. Ja. Das war aber basically das. Ja. Das war jetzt 1 Zentimeter mehr als Buzzcut. Aber, ich finde, dass dem das auch steht, aber es macht ihn so wirklich so von dem so, von dem so, von diesem so Sunny Boy, so zum richtigen so Bad Boy und so, so richtig so. Also, der ist gefühlt 5 Jahre älter geworden dadurch. Genau, und das, was sich jetzt als Frage entwickelt, wenn er das nicht so fühlt, er war am Anfang, er fand es nicht schlimm, hat es aber nicht so gefühlt. Und die Frage ist dann eben, du musst es ja auch rüberbringen auf dem Catwalk beispielsweise. Du musst dich damit identifizieren. Und wenn du nicht klarkommst mit deiner Frisur, hast du Probleme, dich zu identifizieren damit und eben das Ganze rüber. Ja, vor allem, weil er auch die ganze Zeit so durch deine Haare gewuscht ist. Das kann ich aber verstehen. Deswegen, ist ein harter Schritt. Also wenn er damit umso besser klarkommt, sich damit anfreunden kann, top. Ja, man hat auch richtig gemerkt, wie Armin, als es dann so losging mit dem Umstyling, wie er so gesagt, also man hat so richtig gemerkt, er ist so richtig runtergefahren. So. Ja. Der ist ja sonst auch sehr extrovertierter Typ, so. Und Armin hat so eher das Motto so ausgetippt, I prefer not to speak. Und ich sag hier gar nichts, so ungefähr. So nach dem Motto, alles, was ich sage, kann gegen mich hören. Ja, und Stella dabei hat ganz schön viel gelacht. Stella hat ganz schön nachgetreten. Ja, die hat da sich gefreut über jegliche Veränderung. Ich muss sagen, ich fand's am Anfang sehr lustig, weil sie ihn so ein bisschen so, sie hat ihn halt so ein bisschen veräppelt. Ja. Es war dann irgendwann, war es mir ein bisschen too much. Ja. Aber sie hat sich sehr abgelacht dafür. Ja. Welcher Look hat dir noch gefallen? Ja, naja, was gab es noch? Also eben. Naja, wir haben eine Ludwine und eine Fabienne, die beide so Braids bekommen haben und dann halt eine Perücke. Genau, finde ich. Echt Haarperücke, muss man mal dazu sagen. Weißt du, was so ein Ding kostet? Viel. Ich glaube, das ist im niedrigeren fünfstelligen Bereich. Naja, so. Und der Punkt ist halt eben, dadurch sind sie ja in gewisser Weise auch flexibel, weil sie. Ist lustig. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich habe das hier irgendwo stehen. Ich habe es in meinem Kopf aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Fabienne und Ludwine haben eigentlich einen riesen Vorteil, auch bei so Kunden und Jobs eventuell. Ja. Weil die sind ja anpassungsfähig. Genau. Ist super eigentlich. Ist ein großer Vorteil. Eben, ich fand die Perücken aber waren auch cool. Aber eben, wir haben schon gesehen, die hatten beide an und beide sahen nicht doof aus. So, das ist schon mal ganz cool. Die Mädchen, die tauschen einfach Perücken so. Die laufen so und dann die Kunden sich so, okay. Dann, wir tauschen kurz. Aha, jetzt finden wir es gut. Jetzt buchen wir euch. Beide. Ja. Wo du gerade gesagt hast, was fand ich gut. Ich finde Mare auch ganz cool. Die hat auch wieder hellere Haare. Ja. Fand ich aber schön. Also, bei Mare, das fällt mir gerade ein, da können wir auch mal zu so einer Kategorie kommen, die ich mir für die Woche ausgedacht habe. Und zwar ist mir mal aufgefallen, irgendwie hatten alle diese Woche so, war so ein bisschen so, das war so die Lookalike-Umstyling-Folge. So alle sehen irgendwie, die umgestylt wurden so, die erinnern mich so an jemanden. Ja. Ich meine, Mare offensichtlich wie selber letzte Staffel, ne? Ja. Da hatten sie noch ein bisschen von der pinken Farbe übrig. Das ist so ein bisschen pink-orange. Ja. Oder auch, weil wir es eben schon angesprochen haben, Lea mit ihren kurzen und blonden Haaren sieht so ein bisschen aus wie Luisa Hatema. Kennst du sie noch? Die Gewinnerin von 2012? Die hat auch so kurze Haare. Ja, so leicht an Mareike erinnert es mich auch. Ganz leicht. Ah ja, stimmt. Das die auch. Die hat ja auch so einen Seitenscheitel. Dann haben wir eine Leonie, die so, die hat so ein bisschen, eigentlich hat sie die Haare gleich gelassen vom Schnitt. Die wurden so ein bisschen angeschnitten. Ja. Aber die hat so ein bisschen silbernere bekommen. Die sieht einfach aus wie Lena Gerke. Ja, fand ich auch. Sehe ich. Also genau, wir hatten Leonie, Lea. Dann Stella hat so die Haare so ein bisschen so, so ein bisschen so aufgepimpt bekommen auch. Und auch heller, die sieht einfach aus wie Gisele Bündchen. Ja, und ein bisschen Heidi Klum, finde ich. So manche Haarstyles sahen ähnlich aus, Also ich finde es schon krass. Wir haben auch noch eine Alexandra, die so von den Haarfarben genau wie Jackie aussieht jetzt. Ja, stimmt. Kennst du auch Jackie? Ja. Also es ist irgendwie, haben die alles, also ich meine, gut, klar, irgendwann kann man auch nicht mehr so viel sich, also, ne? Erfunden. Naja, geht ja schlecht, aber irgendwie ist das sehr ähnlich alles. Ja. Aber, ist mir aufgefallen, fand ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Und eben aber fallen die Personen an sich jetzt mehr auf. Und ich kann die, ich sag mal, besser unterscheiden. So langsam kenne ich natürlich alle Namen. Aber trotzdem fällt es auf. Apropos unterscheiden, da müssen wir jetzt drüber reden, über die beiden Twins. Das war ja so stimmt. Das haben wir bis jetzt ja komplett außen vor gelassen. Das war ja so die Aufregersituation schlechthin, dass die beiden, ich würde jetzt mal nett sagen, sich ziemlich angestellt haben. Da gehen die Meinungen auseinander. Das war das Drama. Das war das Drama, wie es dargestellt wurde. Da gehen die Meinungen sehr auseinander, weil kurz gesagt war es halt so, die wurden blondiert, also komplett. Und blondieren ist ja, ist halt nichts Natürliches, was soll ich jetzt erzählen? So. Und das hat halt bei Julian vor allem dafür gesorgt, dass die ganze Kopfhaut knallrot wurde und halt so richtig gebrannt hat.
Und ja, die haben da aber auch so ein richtiges Thema draus gemacht. Es ja, war so 20 Minuten der Folge ja, gefühlt. Ja, das stimmt. Der hatte harte Schmerzen scheinbar, musste ja mehrmals Pause machen etc. Ja. War, ich sag mal, spannend. Ich weiß nicht, wie doll die Schmerzen waren. Ja, ja, also ich habe gehört auch so von ein, zwei anderen auf Instagram, dass das schon ziemlich brutal war, auch dass das auch echt rot war. Ja, verdammt. Aber ich sag mal so, in der GNTM-Community oder im Netz wurden sie jetzt auch nicht unbedingt, wurden sie damit auch nicht unbedingt in Ruhe gelassen. Ja, hier ja, irgendwie Marie, wie sie so schön sagt, die beiden Blondierungsmimosen. die hat sich auch richtig so auf die Schippe genommen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie Schmerzresilienz einer Eintagsfliege, abendfüllendes Winselgewitter. Julian sieht jetzt aus wie der junge H.P. Baxter, Luca wie der Opa von Dieter Bohlen. Ja, eben, aber sie lassen sich jetzt leicht unterscheiden. Findest du? Ein bisschen, ja, ich weiß jetzt, wer also, Julian ist. Ich weiß erstens, dass Julian die Person war, die am meisten Schmerzen verspürt hat. Die Heulert, der Heuler der Woche. Und eben Heidi, wo Heidi nochmal ein paar Schnitte angesetzt hat. Stimmt. Und die leicht. Das sah ehrlich nicht schlecht aus. Ich muss sagen, ich fand sogar den Schnitt cooler als den anderen. Ich meine, im anderen haben sie nichts geändert. Ja. Aber ich fand wirklich ihren Schnitt gut. Ich fand den auch nicht schlecht. Ich finde beide in dem Sinne nicht schlimm. Dieses ganze Blond. Bin ich gespannt, wie es eingesetzt wird, aber eben auch bei Nayana. Die haben wir jetzt, auch noch gar nicht erwähnt. Die hat ja sonst. Das fand ich krass. Die hat ja sonst totale Locken. Ist das braun, oder? Ja. Jana ist braun. So, eigentlich. Und jetzt halt eben totales Blond. Ja. Blonde Locken. Ja, aber das Ding ist, ich meine, da kann ja Jana nichts für, aber ich finde, also ich fühle das gar nicht. Ich finde, das sieht ganz so. Also, es ist so eine Mischung aus. Ist eine Mischung aus Barbie-Haaren und Ariana Grande-Haaren. So. Alles klar. Ja, von der Helligkeit einfach. Das sind so, also die sind so wirklich so knallhell einfach. Ja. Also ich finde die Idee, die zu blondieren oder heller zu machen, finde ich gar nicht schlecht. Mir gefällt nur der Farbton nicht. Weißt du, wenn die jetzt so gemacht hätten wie bei Stella, dass das so ein bisschen goldener ist, so ein bisschen goldblonder. Mhm. Aber das ist ja einfach gebleached und bei gebleached gelassen. Mhm. Und ich finde, das sieht in der Menge der Haaren halt nicht gut aus. Also das ist ja, ja, das sind so viele Haare. Die hat unglaublich viele Haare. Ja, deswegen dementsprechend lange hat es ja auch gedauert, so 9 Stunden. Ja, die saß da wirklich ewig lang. Die saß da ohne zu meckern, aber ich hatte mir gedacht, ich lasse dem Ganzen mal Zeit. Am Anfang ist es natürlich eine deutliche Veränderung, das habe ich nicht erwartet, dass sie einfach einen kompletten Farbwechsel hat. Ja. Aber eben im Walk fand ich, sah es schon mal etwas, besser aus, konnte ich mich schon mehr dran gewöhnen. So. Wollen wir direkt über den Walk reden? Genau. Weil eigentlich haben wir das Umstyling jetzt da so durchgekaut. Ich sage, wir hatten die beiden Zwillinge, die haben da so ihr Ding gemacht. Am Ende haben es alle irgendwie doch gemocht. Ja, alle die fanden es auch cool. Okay, ja. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass man sie eigentlich nicht so krass unterscheiden kann. Ich hätte jetzt erwartet, dass der eine irgendwie, keine Ahnung, der eine hat einen Buzzcut, der andere hat grüne Haare oder so. Also so, keine Ahnung, aber das wäre irgendwie einfacher. Aber je nachdem, wie die stylen und da irgendwie durchwuscheln, sehen die immer noch gleich aus. Eben, die wachsen ja jetzt auch nach so erstmal und dann ist halt auch schon wieder gut. Armin hat halt, wie er selbst sagt, seinen Kindergartenhaarschnitt. Lol. Mit den kurzen Haaren. Ja. Und am Ende waren eigentlich alle so halbwegs zufrieden. Außer Armin, der war so ein bisschen. Ja, und da, wie gesagt. Also ein bisschen gezweifelt. Ja, aber ne, er muss sich damit identifizieren können, damit okay sein. Damit das habe ich auch gehört. Der sah so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie der Hauptcharakter aus Prison Break. Ja. Auf jeden Fall. Also fand ich, sieht aber, es kommt noch mehr zur Geltung und eben auch bei Jana, wenn ich da nochmal kurz zurückkomme, die Augen kommen halt noch krasser durch. Das stimmt. Sag ich mal. Ich sag mal, das ist ja auch immer so eine Typveränderung, bringt ja auch so gewisse Gesichtsmerkmale jetzt heraus in dem Fall. Also Armin hat ja schon ein schönes Gesicht. Ich finde, das kommt auch raus. Das Einzige, was ich finde, und da kann er ja auch nichts für, ich persönlich, und das merkt man bei seinen kurzen Haaren enorm jetzt, seine Ohren stehen tendenziell ab. Und das hat man bei den längeren Haaren halt nicht gesehen. Genau, weil die ja eben auch... Ich die da so drüber lagen, mehr oder weniger. Genau. Auf jeden Fall. Da kann er auch nichts für. So, und dann kommt ein Walk. Ja, mal wieder kein Shooting. Enttäuschung. Das stimmt, ja. Die haben jetzt 6 Folgen lang keinen Walk gemacht, kein Shooting gemacht so richtig. Ja, also Wassershooting, wo aber eben nicht alle dabei waren. Da war nur die Hälfte. Die haben noch kein einziges Foto für das Model-Mappe gemacht. Und ob die überhaupt eine kriegen? Ja, vielleicht im Viertelfinale. Ja, vielleicht nächste Staffel. Vielleicht, wenn Tracy nochmal kommt. Nächste Staffel. Ja, wahrscheinlich. Genau. Eben, und es geht um Confidence. Jordan Dunn ist da. Model und Schauspielerin, die hat noch mal ein paar Tipps gegeben, die Leute eingeheizt. Wollen wir mal über die Location reden? Wie geil war die bitte? Ich fand's super. Sah richtig schön aus. Beleuchtet, Treppen. Das hat mich so ein bisschen an Sydney Opera House erinnert. Ja, ist ja auch so eine Art Opera House. Ja, aber ist echt krass, das sah ultra cool aus. Diese Treppen waren
Boah, die waren vor allem geisteskrank. War majestätisch, war ja auch in den ersten Trailern, die man für diese Staffel bekommen hat, zu sehen. Stimmt. Eben auch durch diese weißen Outfits hat es richtig schön gewirkt. Und du sagst es gerade, weiße Outfits und majestätisch. Es waren eben für die Frauen Kaviar Gauche und bei den Männern Baldessarini. Ja. Und das sind ja auch, ich sag mal, zwei Marken, die sehr für dieses elegante, hochwertige stehen. Ja. Das war wie auf einer Hochzeit. Ist wirklich so. Auch in cool. Also in cool. Hochzeit in cool. Naja, Hochzeit, but make it look fashion. Naja, ich meine, da war mal eine kurze Anzughose bei. So, die erwarte ich jetzt nicht direkt auf der Hochzeit. Sah aber übercrank aus einfach. Das stimmt. Aber ich hätte auch eher, also wenn ich es mir hätte aussuchen können, ich glaube, ich hätte lieber eine längere Hose gerockt. Ich auch. Aber es war an sich, fand ich den Style, das hatte dieses klassische, majestätische, edle, fand ich sehr schön. Ja. Hat zusammengepasst. Ich sag mal, was ein bisschen schwierig war, waren die langen Schleppen bei den Frauen. Aber auch da konnten wir wieder einen Unterschied erkennen, weil ich sag mal, die Frauen hatten erstens High Heels an, zweitens diese ewig langen Schleppen bei diesen Brautkleidern quasi ja schon. Die Typen haben dann mit so ein bisschen so Plüschschuhen rumgekämpft. Das war so das größte Problem, ne? Sah jetzt aber für mich jetzt auch nicht aus, als wenn es zu Riesenproblemen führt. Aber das war wirklich eigentlich wieder, was heißt unfair? Ich meine, Heidi hat ja auch gesagt, ein weiterer Grund, warum man es nicht. Genau. Ne, und umso besser, dass sie sich darüber bewusst ist und eben getrennt dann bewertet. Das ist wichtig und richtig. Ja, wichtig sonst, und richtig. Genau, sonst sind wir bei einem Problem. Ich meine, die haben es halt wirklich, wirklich schwierig. Das stimmt aber auch da ist ja wieder die Frage, warum machst du da nicht zwei Dinger raus, also zwei Sendungen daraus? Ja, durfte weil, sie ja nicht. Nee, aber ich meine jetzt aus ProSieben-Sicht, weil eigentlich ist das ja, die haben ja per se nichts miteinander zu tun. Ja. Das Einzige, und das kann man wirklich positiv hervorheben, was dieses ganze Männer sind jetzt dabei bringt, also jetzt für den Zuschauer, ist, du hast so ein bisschen das Gefühl, die sind alle so, es wirkt so ein bisschen, die wirken alle so ein bisschen erwachsener. Ja. Mal davon abgesehen, dass es auch jetzt weniger sind, die wirklich so tendenziell jünger sind, die sind alle schon ein paar Jahre, ich rede jetzt so von Mitte 20, so in die Richtung. Genau. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es gibt so diesen Beef nicht. Es ist irgendwie eher so ein, irgendwie so diese Harmonie zusammen. Pur so. Ja, alle halten zusammen. Es gibt gar keinen Konkurrenzkampf. Ach, und wie nett finden wir uns alle. Genau. Und was man auch... Es ist aber halt kein dann Beef oder Zickenkrieg. Oder was man betonen müsste, was mir auch mal aufgefallen ist, die Zwillinge und Lukas tragen ziemlich viel von der Sendung, auch von was da sonst so abgeht. Also in diesen Zwischeninterviews, sei es vor Ort oder in den Zwischengeschnitten. Die Zwillinge haben einfach so viele Sendezeit, das ist unglaublich. Die reden quasi 50% der Sendung und mehr als Heidis Zwischenszenen. Ja, diese ganzen O-Töne sind, die O-Töne sind wirklich die Hälfte der Zeit bei Lukas oder bei den beiden Zwillingen. Genau. Echt krass. Und ich meine, wenn die rausfliegen, na, dann ist der tote Hose da. wo ich mich frage, bringen die den meisten Input oder sind die einfach Wo man auch vielleicht dann fragen kann, bleiben die gerade deswegen vielleicht noch eine Ecke drin? Ja, einfach um die Unterhaltung zu liefern. Aber lass uns über die Borgs reden. Du hast es gerade schon angesprochen wegen Luca. Lass uns einfach direkt mit dem anfangen, mit den Zwillingen. Ja. Zumal ja der eine, die also angefangen hat, also als erster gelaufen ist, der andere als letzte. Wo ich auch mal noch kurz sagen muss, ist jetzt jeder Walk eine Fashion-Show? Habe ich da irgendwas verpasst? Wirkt so ein bisschen so. Das haben sie gesagt. Ja, eben. So eine Fashion-Show. Und irgendwie, das war jetzt auch, hätte Charakter von einer Fashion-Show. Also aber per se, ich dachte auch, dass eine Fashion-Show eigentlich so ein bisschen mehr am Stück, also die waren ja erst, die haben ja eigentlich einen Walk gemacht und dann sind die einmal gelaufen und dann wieder zurück. Und erst wenn die weg waren, kam der Nächste und die Nächste. Und kein am es war Ende, nicht so ein fließendes. Und nicht, dass am Ende noch gekommen ist und es haben so keine Leute zugeguckt. Also, ne, sicher. Aber es war trotzdem richtig schön anzusehen. Ja. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Eben angefangen hat Julian aus unserer Sicht, er hat so ein bisschen den Arm geschwenkt, aber war trotzdem cool dabei. Und im Gegenzug zu Luca, der so wie so ein Schrank lief. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, Julian, wie gesagt, ich finde erstens Julians Frisur besser. Plus, ich fand auch seinen Walk besser. Ja. Also da ist mit dem Arm ist mir auch aufgefallen, aber also Luca ist ja wirklich wie so ein... Ja, wie so ein, da waren halt viele Schultern so Schrank mit dabei und das ist halt ein bisschen schwieriger. Also es sah dann eben nicht so locker aus, wie es bei Julian war. Mm. Und danach Jermaine. Mua. Die Hand in der Hosentasche wirkte richtig lässig. Der Typ war so elegant. Es war überhaupt nicht irgendwie gezwungen und so. Ja. Sondern es war richtig locker, aber cool und nicht zu leger, sondern einfach... Leger? Es hat mir sehr gefallen. Ja? Wollen wir direkt einfach zum Mobtoll in der Woche kommen? Ja, wir können ja auch vielleicht mal sagen, wir haben hier so ein Soundboard jetzt die Woche mal eingeführt. Darf ich? Und wir fahren jetzt einfach mal ab und dann, hier ist die erste Kategorie des Soundboards, Premiere. Mobtoll der Woche!
So, da haben wir es. Mob-Toll der Woche. Wir haben jetzt auch mal so ein Soundboard hier, wo wir so ein paar Bammer abfahren können. Mob-Toll der Woche. Wird sich noch füllen. Eben, genau. Und das ist für mich Jermaine einfach. Diesmal bin ich dran, dass ich ihn benenne. Ja, obwohl er in meinem Team ist, muss man vielleicht auch mal dazu sagen nochmal. Aber ich kann ja nur zustimmen. Jermaine war einfach wirklich, also der Typ ist, also der ist wirklich mit, oder wie Heidi auch gerne so macht, ja, war auch wirklich so. Jermaine ist wirklich so mit zu so dem ganzen, also so, da, der hat so das ganze Model-Talent so einmal so inhaliert bekommen. Es war einfach der top. Der lief halt wirklich Woche für Woche ab. Ja, gut, wir hatten jetzt eben nur diesen Walk und ein bisschen drumherum, aber das, was wir gesehen haben von ihm, hat mir sehr imponiert. Wen ich auch noch sehr cool fand, von den Boys, war Maximilian. Genau. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auch zum Mob-Toll der Woche zählen, wenn wir jetzt ja gerade schon dabei sind. Und generell hatte ich das Gefühl, dass die Boys einfach ein bisschen besser gelaufen sind. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt auch nicht, also wenn ich es jetzt müsste, würde ich auch jetzt bei den Girls einen Mob-Toll der Woche finden. Aber wenn ich jetzt so sage, die zwei, drei Besten, war ich auf jeden Fall bei den Boys. Also ich finde die Girls, ich meine, ja, ist halt auch schwieriger mit den Schleppen und den, ne, aber... Aber ob jemand rausgestichen ist, etc. Eine Stelle, ja, naja, oder... Ob jemand raussticht. Aha. Ja, das wollte ich so. Ja, ja. Stella war noch ganz gut, aber eben stimme ich dir genau zu. Und wir sehen eben, ja, ein Jermaine locker aus der Lende. Ja. Locker? Ja. Das können wir eigentlich auch so einen neuen Bummer. Die Bummer-Kategorie. Genau. Locker aus der Lende. Ja, eben, dieses Soundboard wird sich noch das wird ganz lustig. Ja, vielleicht können wir wirklich so, dass wir so einfach das so sehr füllen. Ich meine, wir können ja hier ein bisschen einfach dann ein bisschen rumspielen. So. Aber wo du es gesagt hast, wollte ich noch dazu ergänzen. Maximilian, ich habe manche nur für 2 Sekunden gesehen. Das ging mir manchmal zu schnell. Da konnte ich nicht einschätzen, okay, ist das jetzt ein guter Walk oder nicht. Ja. Das ging mir manchmal zu schnell. Genau, Maximilian war auch ehrlich wirklich nur so 2,35 Sekunden zu sehen. Okay. Aber er war halt gut. So. Ja, und bei der Bewertung dann wurde es nochmal... ja, aber das ist ja nicht gelaufen. Ja, aber bei der Bewertung gab es einen kleinen Rückblick, so, wo man den nochmal 2 Sekunden gesehen hat. Ja. Also wie gesagt, bei den Frauen fand ich noch Grace ganz gut. Und ich fand auch Stella ganz gut. Ich muss aber sagen, ich würde jetzt beide nicht als Mob-Toll sehen, weil es dafür nicht gut genug war im Vergleich auch zu den Boys. Plus ich jetzt zum Beispiel auch bei Stella sagen muss, ich fand das halt bei dem Armin, ich fand das ganz lustig, wie sie das so gemacht hat. Aber es war mir dann irgendwann, habe ich ja eben schon gesagt, ein bisschen too much. Eben, genau. Und ansonsten, die Outfits habe ich ja schon gesagt. Heidi fand ich auch schön in diesem Weiß. Heidis Outfits war Heidis hat sie auch so cool. Gleich mitgemacht. Ja. Aber genau, und dann fliegen Leute raus. Ja. Oder fällt dir noch was ein? Was nö, naja, also wir können das, lass uns einfach benennen. Ich meine, ne? Da musst du jetzt tief einstecken. Da sind ein paar rausgeflogen und nicht unbedingt viele aus meinem Team, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und das kam auch ein bisschen unerwartet, ehrlicherweise. Ja. Eben, es wackelt ein paar. Ja, ich dachte mir, okay, ich könnte es mir vorstellen, dass eine Lilly rausfliegt, dass, weil sie jetzt diese Folge nicht so stark gelaufen ist und letzte Folge auch nicht so stark. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber ich hätte es mir vorstellen können. Dann lass uns doch einfach mal, wir haben hier noch ein paar Bammer, lass uns mal noch einen abspielen und dann können wir mal sagen, wer rausgeflogen ist. Und zwar folgenden. Team White. Na dann sag mal Team White. Mein Team. Wir mussten leider nach Hause schicken aus Team White. Aber natürlich ist Team White das Wohlfühl-Team, ist ja klar. Wohlfühl-Oase hier links neben mir. Ja. Leute, alle sind willkommen. Also, rausgeflogen sind. Ja. Jetzt benenne halt mal, komm, dreh mal um hier. Eben beginnen wir bei einer Leonie, die ein Umstyling bekommen hat. Das finde ich krass, Und direkt das ist rausfliegt bitter. Das ist Lena bitter. Gerke. Die Lena Gerke von der neuen Staffel. Ja. Lena Gerke vor 2. Ja. Da musst du mal Leonie umdrehen. Ja und dann hat es tatsächlich, und das fand ich unerwartet, dann hat es tatsächlich Livingston getroffen. Und das finde ich krass, weil ehrlicherweise Livingston ist auch so jemand, der so dem ganzen, der hat der ganzen Gruppe sehr viel so Liebe gegeben. Das klingt jetzt komisch, aber ich finde, er war wirklich so. Hat Stimmung gemacht. Ja, aber im Positiven. Der war wirklich so, der so ganz freundlich und irgendwie alle mochten ihn. Das hat man auch gemerkt, als er dann weg war. Das waren so alle so. Ich habe mal einmal pausiert, als er kam und so, ich bin raus. Und der erste Gesichtseindruck von allen war wirklich so, Mund steht offen und irgendwie, also das war krass. Das war unerwartet. Ja. Und dann, was ich schon ein bisschen abschätzen konnte, war Franz. Der hat es leider auch nicht geschafft. Und damit haben wir 3 Leute aus deinem Team. Ich fand auch Livingstons Geste ganz lustig, als so Heidi gesagt hat, du bist leider nicht weiter. Und er hat so ein Herz gemacht. Und das dann halt direkt zerbrochen ist. Ja. Schade an der Stelle. Aber war eben, ich meine, er hat nicht so die krasseste Leistung gezeigt. Ist halt leider so. Ja. Ich hätte mir ihn von der Stimmung her auch noch weiter gewünscht. Ja, aber
Was soll ich dir erzählen? Jetzt ist mein Team hier, Team Black, ist noch vollständig. Ja. So muss das. Naja, gehen wir für gut diese Folge. Ja, ja gut, ich habe ja davor schon die Hälfte verloren. Letztendlich, ja eben, jetzt steht es aber, sechs Leute raus bei mir. So? Ja, Gleichstand. ProSieben, ihr habt euch daran orientiert. Ihr macht das doch absichtlich. Jetzt müssen wir noch kurz über ein brisantes Thema reden. Und zwar, die Frauen mussten dann auf einmal alle gleichzeitig rauskommen. Oh, ja. Ich würde es nicht unbedingt sagen, dass das ein Problem war für einen Zuschauer, es ging halt nur schneller dadurch. Ja, dachte ich mir, ja, passt. Naja, was heißt, ich sag mal, also es ist, das macht ja nichts, weil ich sag mal, wir wissen ja, wir können ja einschätzen, ungefähr können wir ja einschätzen, wie sind die Walks. Und wir bekommen ja auch schon mit, was Heidi und eben dann Jordan sagen. Und die ändern ja nicht ihre Meinung. Das heißt, wir wissen ja schon, wie die gelaufen sind, sowohl unsere als auch deren Meinung. Und ob die denen das jetzt nochmal sagen, hat jetzt ja für uns keinen Mehrwert in dem Sinne. Ja. Aber sie mussten das abbrechen, um den Bogen zu spannen, weil... Oh. Sie haben ganz viel Licht an. Es wird nationaler schon Flugverkehr, große Gefahr. Alarm. Ja. Müssten sie den Dreh abbrechen. Das ist crazy. Beziehungsweise noch schnell zu Ende bringen, was dann trotzdem noch 10 Minuten und drei Flugzeuge später war. Das war easy länger. Ich schwöre, bis die da raus hatten, es hat easy noch eine halbe Stunde gedauert. Ich meine, sie haben dann auch noch drei Flugzeuge eingeblendet. Ich meine, im Notfall, dann wäre es halt, weiß ich nicht, drinne, da wo alle Models sowieso waren. Ja. Aber gut, alle Models. Weil alle waren ja schon gelaufen. Eben, also die, um also das kurz zu sagen, man muss vielleicht sagen, blenden die. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Weil eben, die haben da ja am Wasser gedreht und die Flugzeuge fliegen da halt drüber. Weil ich habe auch mal geguckt, wenn du von Europa kommst und über Teneriffa halt fliegst und zum Flughafen willst, der im Norden, musst du genau da drüber fliegen. Tja. Weil du einfach, das ist genau in dieser Fluglinie. Und die hatten einfach die Lichter viel zu hell, also vom Dreh. Dass ich mich aber frage, ich meine, diese Location, wo die waren, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass da gedreht wurde. Was für Lichter benutzen die denn da? Ja, ja. Sind die irgendwie, weiß ich nicht. Lichter nicht auf den Boden gerichtet, sondern in den Himmel. Also, ich weiß echt nicht, was haben die denn für Lichter da benutzt? Neue Leuchtturm. Ja, ist echt so. Also die haben irgendwie, also, hart. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, ich meine, als ob das nicht schon mal passiert ist, dass da Licht an war draußen. Ja, oder ich glaube einfach, die haben einfach, die von der Produktionsfirma einfach, die haben einfach, irgendwie so ein spezielles Licht, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das nicht mal eine Genehmigung. Na gut, ich meine, der Veranstalter hätte ja auch mal sagen können, ist nicht. Aber gut. Achtung, Licht. Achtung! Ja, aber du hast es vorhin angesprochen, aber nächste Woche kriegen wir das Setcard-Shooting. Oh ja, dann kriegen wir eine Mappe. Und Anwander war da, ne? Der Fotograf, Christian Anwander. Ja, und halt endlich mal Fotos, sag ich mal, in dem Sinne, wo alle mitmachen. Hoffentlich endlich mal eine Modelmappe bekommen. Ich hoffe es. Oder sie haben es in der Klarsichtfolie. Geht vielleicht auch. Und so zusammengefaltet in der Hosentasche. Ja, aber endlich mal ein Fotoshooting, was richtig im Vordergrund steht. Ja. Zusammen aber mit einer Casting-Situation. Ja. Bisschen Teaching, da sind sie wieder auf dem Laufsteg, der bei ihnen, bei ihrer Location ist. Ich glaube, die bleiben auch einfach. Jetzt kommt ja auf einmal ein ganz anderer Sound rum, das ist ja ganz verrückt. Der war runter. So, hier gab es kurz technische Probleme. Ich weiß nicht, was das gerade war. Das ist blöd. Ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen. Naja, auf jeden Fall wegen dem Setcard-Shooting. Ich bin mal gespannt, wie das ist, weil das ist ja trotzdem was auch, ich sag mal, in die Zukunft zu greifen, ja, wichtig ist für die Models, weil sie sich eben damit bei den Kunden und Kundinnen vorstellen, um eben die Jobs zu kriegen. Und wenn du da nicht performst, und das hat man ja schon im Trailer so leicht gesehen, könnte schwierig werden. Ja, wichtig und richtig. Ja. Ja. Und das sehen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Da bin ich echt gespannt. Ja. Ah, nee, was ich auch noch sagen wollte, wie lange bleiben die eigentlich auf Teneriffa? Das stimmt. Die bleiben jetzt einfach bis zum Finale auf Teneriffa. Finale auf Teneriffa. Ja. An dem Übungslaufsteg. Da sitzen so ein paar Leute drumherum dann. Mhm. Ja, ist noch ein bisschen Platz und sind so ja alle vertraut mit dort. Dann kann man nachher noch eine Runde baden gehen, ne? Im Meer und dann. Ja. Sehr schön. Perfekt. Super. Die Gäste kommen auch dort unter in der Location, werden ja jetzt ein paar Plätze frei, nicht? Ja, nice. Kriegen auch noch Umstyling. Na gut, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir gehen jetzt wieder baden. Wir gehen jetzt wieder weiter, unsere Looks ein bisschen verfeinern und unsere Umstylings. Fragen nochmal bei Wendy an, die das letzte Mal nicht rangegangen ist. Genau. Ja. Gut, das war's. danke, bis und bis nächste Woche. Ciao, ciao.